Um 4 Uhr in der Früh startet die Reise mit dem Regionalexpress 2 in Richtung Cottbus, weiter nach Neuhausen. Ein Nebenpfad westlich vom Bahnhof führt durch eine winzige Wohnsiedlung. Nach einem Kilometer lichtet sich der Wald und im Hintergrund drängt sich das Rauschen der Spree an die Ohren des Wanderers. An dieser Stelle des Ufers ist das Gewässer auch noch recht ansehnlich und für brandenburgische Verhältnisse sogar sauber. Ein Filter sollte jedoch nicht vergessen werden. Die Sichttiefe beträgt knapp 15 cm und in regelmäßigen Abständen gibt es eine Art Erhöhung unterhalb des Wassers, die das Rauschen vom Fluss erst generieren. Mit Leichtigkeit geht es direkt am Ufer weiter. Hier lässt sich auch der schlitzblättrige Sonnenhut blicken, welcher in der Volksheilkunde als Tee Halsschmerzen bekämpfen soll. Es gibt zahlreiche Wege, die der geneigte Wanderer einschlagen kann und stets lohnt sich ein Blick zur Seite, um ein paar fliegende Mitbewohner zu entdecken, die sich durch die Anwesenheit von Menschen überhaupt nicht stören lassen. Schleusen und Jagdstände sind auch etwas, das einem öfter begegnet und wer mit einem Kanu unterwegs ist, darf sich über ausgebaute Stege freuen, um die Schleusen überhaupt zu überwinden. Neben einer immer wiederkehrenden Weidenlandschaft, in welcher sich allerhand Raubvögel herumtreiben, gibt es auch die andere Seite. Jener Seite, die durch Häuslebauer besetzt wird und die Gestaltung der Natur in die eigene Hand nimmt. Sei es durch akribisch angeordnete Pflanzen, Dutzender privater Stege, das Aufstellen von Sitzbänken im Abstand zwischen 7 und 10 Metern oder andere Eingriffe. Doch diese Reise ging entlang der wilderen Ufer der Spree, dort wo sich auch der gewöhnliche Blutweiderich in der Morgensonne und in Wassernähe sehr wohl zu fühlen scheint. Dem Pfad weiter gefolgt, drängt sich abermals das Wasserrauschen der Spree an die Ohren und eine alte Brücke wartet auf Überquerung. Am anderen Ende der Brücke gibt es auch sogleich eine Möglichkeit der Rast. Und in unregelmäßigen Abständen kommen hier ganze Menschenmassen an Radfahrer vorbei. Doch zum Glück nie ganz unbemerkt, da sich viele Radfahrer in der Natur bereits lautstark ankündigen und einige gefiederte Freunde somit eine Pause einlegen müssen. Sie werden eh nicht gehört, wenn die Meute der Drahtesel vorbeiklappert. Durch zahlreiche Brombeerstände und vereinzelte Holzapfelbäume können sich auch Outdoor-Freunde über ein üppiges Angebot freuen und ihre Vorräte aufstocken. Auch wächst hier die Zaunwinde, die jedoch eher das Gegenteil am anderen Ende vom Körper bewirkt, sollte es jemand versuchen, sie wirklich zu verspeisen. Mit insgesamt 5 Kilometern zurückliegt das Strecke bisher. Hier entlang eines nicht auf der Karte eingezeichneten Nebenpfades drängt sich nach und nach ein Gebäude durch die Blätter. Die Talsperre Spremberg, welche zugleich die einzige Talsperre im Land Brandenburg ist und am Ende der 50er bis Mitte der 60er geplant und errichtet wurde. Ab hier beginnt die Wasserqualität auch langsam zu leiden, doch dazu später mehr. Erst einmal geht es weiter durch das wilde Brandenburg und seinen weiten, durchgeplanten Wäldern. Leider zeichnet sich selbst hier vereinzelter Vandalismus ab und mündet in der Entdeckung eines kleinen Lost Place. Dieser wird selbstredend unter Augenschein genommen und später auf der Reise erklärt eine freundliche Dame einer Gaststätte, dass es sich wohl um einen Erbschaftsstreit handelt. Die Beteiligten können oder wollen keine gütliche Einigung finden und somit liegt das Gebiet brach. Direkt gegenüber vom Lost Place findet sich, etwas versteckt im Gehölz, eine alte Treppe, die zum Ufer vom Stausee führt. Bei den Temperaturen, die vorherrschen, ist dies eine wahrhafte Erholung, so nah an dem Wasser zu sein. Die zahlreichen Boote lassen sich auch direkt für die eine oder andere Fotografie verwenden, sofern das Licht stimmig genug ist. Es ist gut daran getan, es zumindest nicht unversucht zu lassen. Nicht unweit einer Gaststätte ließ sich auch eine Möwe entdecken.
Zunehmend wird es auch belebter entlang der Strecke, da sich in unmittelbarer Nähe sehr viele Vereine für Wochenendhaussiedlungen befinden. Ein Strand, kleinere wie größere Gaststätten und Hotels und eine Minigolfanlage mitten im Wald. Mit nun knapp 8 Kilometer zurückgelegter Strecke wird es auch zunehmend sumpfiger. Die Moschusmalve, eine weitere Heilpflanze der Theorie nach, fühlt sich hier auch wohl. Interessant ist auch, dass es viele wilde und angelegte Zugänge zum Ufer vom Stausee selbst gibt, die nicht selten von Anglern beheimatet werden, die hier ihr Glück suchen. Doch für Fotografen und Naturliebhaber vielleicht noch interessanter sind die vereinzelten Blüten von Pflanzen, die mal mehr, mal weniger überhaupt in Erscheinung treten. Wie zum Beispiel diese sehr ansehnliche Schwanendume. Passend zur Schwanblume darf natürlich der echte Schwan nicht fehlen. Eine lange Brennweite bietet sich an, wie die hier genutzten 300 mm bei Blende 8. Ein Rätsel ist mir wiederum dieses nicht verzeichnete, unbekannte Konstrukt mitten im Sumpf. Vereinzelt findet sich auch eine Heidelandschaft inmitten der Wälder nach bald 16 Kilometer Strecke, die, wie so oft, auf ganz künstlichem Wege durch das Verlegen von Gas- und Oberlandleitungen entstand. Am Rande zieht sich auch ein alter, ehemaliger Grubenwassergraben parallel zur Heidelandschaft, der höchstwahrscheinlich mit dem Tagebau zu tun hatte. Dieser Tagebau ist zum Leidwesen der Bevölkerung und Lebewesen im und am Wasser letztlich auch für diese doch sehr unangenehme Färbung der Spree verantwortlich. Mit einem sehr aufwendigen Verfahren wird in der Vorsperre sich darum bemüht, die Sedimente aus dem Wasser zu entfernen, ansonsten der Spreewald auch in Gefahr laufen würde, seinen Status als UNESCO-Biosphärenreservat zu verlieren durch diese orangebraune Verschmutzung. Im Gebiet in und um Spremberg weisen auch sehr viele Schilder darauf hin, sich vom Wasser bitte fernzuhalten. Kein Baden, kein Tauchen, keine Kanus oder irgendeine andere Tätigkeit im oder am Wasser. Erstaunlich, dass gerade hier der Holzapfel wächst. Damit endet dieser kleine Ausflug entlang der teils sauberen, teils unsauberen Spree mit all ihren Facetten. Mit etwas Glück ändert sich das Bild der Spree noch zum Guten und mit einer Videoempfehlung kommt die Verabschiedung. Bis bald!